Liebe Freunde der grünen Wahrhaftigkeit, ich präsentiere euch in einem Kurzvideo drei Meldungen und eine Schlussfolgerung. Erste Meldung. In der Stadt Dresden wurden im letzten Jahr rund 5.800 Wohnungen fertiggestellt. Und das ist der Broschüre Bauen und Wohnen zu entnehmen unter anderem. Und hier unten gibt es einen Download mit einer recht großen Excel-Tabelle. Dabei will ich es bewenden lassen. Nächste Nachricht, dieses Jahr aus dem Februar. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft WID bringt die ersten 22 Sozialwohnungen auf den Markt. Die rot-grün-rote Mehrheit, die ab 2014 in Dresden regierte, also seit knapp 6 Jahren, gut 6 Jahren, hat also damals die Idee an den Start gebracht und vor allem auch im Wahlkampf propagiert, dass es eine neue städtische Wohnungsbaugesellschaft geben muss. Und die hat also nach nunmehr 6 Jahren einer langen Gründungsphase die ersten 22 Wohnungen auf den Markt gebracht. 22 Wohnungen in 6 Jahren, 5.800 Wohnungen von der Privatwirtschaft in einem Jahr. Und jetzt kommt die dritte Meldung, und zwar von unseren grünen Freunden der Wahrhaftigkeit. Sie beschweren sich über einen enormen Wohnungsleerstand in der Altstadt. Dieser sei Ausdruck eines besorgniserregenden Marktversagens. Ich danke den Grünen, dass sie so offen zugeben, was für Versager sie sind. Ihr seid so erbärmlich. Erbärmlichkeit hat eine Farbe und die ist grün.